Also irgendwie scheint Berlin eine Magnet zu sein. Anziehungskraft für Stress. Six All in the Mix, was geht ab? Herzlich willkommen, ich bin jetzt hier zufällig am Kurfürstendamm und ich sehe hier überall die Polizei. Wir gucken mal natürlich, was da abgeht. 1, 2, 3, 4 Feuerwehrwagen. 1, 2, 3 Streifenwagen. Das Video ist erstmal One Take. Ich bin ein bisschen neugierig, warum nicht? Ich nehme euch einfach mal mit auf diese Reise. Ich weiß nicht, was da abgeht. Vielleicht Fehlalarm, vielleicht Feuer, vielleicht. Man weiß es bei Berlin nicht. Fehlalarm ist schwierig in Berlin. Weil alles, was in Berlin stattfindet, ist echt, was geht ab? Ja. Ihr seht gerade auch, die Feuerfighter sitzen alle drin. Ja. Keine Ahnung, was da abgeht. Kann auch sein, dass da ein Überfall ist gerade und da hat sich jemand verschanzt. Aber dann kommt doch nicht die Feuerwehr, Alter, so weißt du. Wir gehen mal ganz kurz rüber und gucken uns das an, was da so läuft. Es ist grün. Ja. Mal schauen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Dafür sind wir da. Ja. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht so anhänglich rüberkommen. Noch eine Feuerwehr kommt am Start. Keine Ahnung, was hier abgeht. Da hinten auch die Polizei. Ja, an den Ecken. Ist das jetzt die Polizei oder ist das jetzt hier alles junge Dinger bei der Polizei? Die haben ja keine, die sind nicht mal 25, ne? Oh Mann. Ist schon heftig. Bei der Polizei kommt heute hier ran, wa? Naja. Nichts gegen die Berliner Polizei. Ah ja, Alarm hier im Hintergrund. Ihr hört dieses? Ich bin sehr, sehr gespannt, was da läuft. Seht ihr das mit dem Wagen? Einige Wagen hier. Mit am Schlüssel. Wie gesagt, kann auch sein, dass es ein Fehlalarm ist. Es kann sein, muss aber nicht. Wir gehen mal ganz kurz auf die andere Seite. Bei Muji, so ein japanisches. Was ist das? Japanisches Klamottenlabel. Laden. Ja, wir gucken mal. Da hinten auf jeden Fall. Polizei direkt auf dem Bürgersteig. Auf dem Gehweg. Was geht hier nur ab in Berlin, Freunde? Also. Ach, da hinten auch nochmal eine Streife. An der Ecke. Wir werden mal schauen. Hier läuft ja so einiges in Berlin. Zu jeder Zeit. Auch in der Woche. Ist ja nicht nur am Wochenende der Zirkus. Wir haben hier wirklich an jeder Ecke in Berlin. Also Berlin wandelt sich wirklich so in eine riesengroße Stadt wie New York. Also ist ja auch schon. Ja, bloß mit den Einwohnern nicht zu vergleichen. Ne? Was hat Berlin? 3-4 Millionen oder was? Ist jetzt nicht viel. Aber von der Fläche her ist es schon fast so groß. Ist ja eigentlich wie New York, wa? Bevor ich die Scheiße erzähle, muss ich das Ganze erstmal googeln. Ja, I don't know what's going on, bro. Auf jeden Fall steht hier die Polizei. Vielleicht hat sich da ja jemand verschanzt. Und wollte unsafe oder sowas. Irgendwie was klauen. Was geht, Jungs? Alles klar? Auch Jugendliche, die mit 14 Roller fahren. Was geht hier ab? Na gut. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen weiter. Oder bleiben hier auch. Schauen wir mal. Haben Sie was mitbekommen? Nichts, Sie sind gerade gekommen, ne? Alles gut. Sprechen Sie Deutsch. Sprechen Sie Deutsch. Ah ja, okay. Alles klar. Ja, alles Gute. Ja, die Polizei macht ihr Ding. Da drin macht's Pion, Pion, Pion. Ja, naja. What's going on there? Die ganzen Mitarbeiter sind schon rausgekommen. Gehen wir mal ein bisschen hier ran. Der Typ hat mir zugewogen. Peace-Zeichen gezeigt. Das bedeutet für mich meistens, man kann sich mit den Leuten unterhalten. Ah, ja. Aber nach einem Feuer sieht es nicht aus. Da sind die Jungs. Und checken gerade alles.
Fehlalarm. Wie immer. Haben wir mal einen Fehlalarm mitgenommen, mit einem Clickbait, Alter. Hi, was geht ab? Seid ihr die Mitarbeiter hier? Huh? Are you the workers here? Nein, nein, ich bin. Ah, ja, okay. Was ist los? Nichts? Er ist Kinder, er ist 14 Jahre. Achso, okay, ich dachte, der arbeitet. Kann ja sein, dass die auch arbeiten. Stopp, gleich bei Alarm. Ah, it's like fail, ja? Ja. Nur Stopp, ja. Keine. 15, 16, 14-Jährige arbeiten auch angestellt. Ja, bei JD, habe ich auch gesehen. Ja, wir haben. Alles gut. Ja, YouTube und TikTok, alles. Kann sein, ja. Schönen Tag euch, ne? Ja. Oh Mann, nichts los. Alles gut. Ciao. Yes. Alles klar, bei euch? Sieht uns das im Glück mal. Ja, kann sein, Bruder. Heute siehst du anders aus. Lacoste, Brille, Wasser, Gucci-Brille. Läuft, Bruder, bei dir. Heftig. Hallo, ja. Was geht sonst? Nächste Text bei dir. Baba, Bruder. Ist die Brille wegen's echt? Ja, echt. Und was hast du bezahlt? Also, hab ich schick, Bruder. Mein Bruder. Achso, okay, krass. Geschenkt sie mal geil. Ja, genau wie uns, genau wie drei haben uns vor Wiedern, würde ich sagen, genau, vor Wiedern auf die Ah, okay, schon eine Weile her, ne? Okay, in 4 Jahren ist alles viel passiert. Schau mal, wie groß du bist heute. Schon warst du vorher nicht so groß, oder? Ich war fett. Ja, was warst du? Ich war fett. Ich war aber fett, fett oder warst du fett? Fett, fett. Fett, fett. Also richtig fett? Ja, schon. Richtig. Nicht der fett. Ach so, nein. Naja, okay, okay, ja, geil. Was ist passiert? Keine Ahnung, Fehlalarm, glaube ich. Ich hau wieder ab. Ich wollte eigentlich noch mal schauen. So ein bisschen Berlin-Content wie immer. Real life. Schade. Aber es war ein Fehlalarm, ist nichts, ne? Genau. Wir sehen uns. Jungs, macht's gut. Ciao. Pass auf euch auf. Und ja. Peace out. Ja, war nichts, Freunde. Trotzdem für euch mal einen Einblick. Wieso nicht? Wie so ein Berliner Alltag aussieht. Chaotisch. Ohne Ende. Nachholen. Die ganzen Leuten drumherum, die Touristen, Alter, alle am Shop und so. Und ja, Kids habe ich wieder erkannt hier an der Ecke. Oh nein, jetzt kommen noch mehr Kinder, Alter. Ich kenne dich. Was geht, Jungs? Alles okay? TikTok, ja. Wie läuft's? Ja, aber das auf. Ist, das auf, ist der Tom verarscht hat in der U-Bahn. Auf Bestellung mit der aber. Ich frage die Leute vorher. Ah, ach so. Bei mir ist gestellt. Ist Unterhaltung. Ja. Können wir ein Video machen? Ihr könnt ein Foto machen, ja. Ja, okay. Ja, können wir dabei sein, aber nein? Dabei sein ist schwierig, weil ihr seid noch sehr jung, so weißt du? Aber ich check gerade hier so, was da abgeht an der Ecke. Was passiert? Fehlalarm. Ich glaube, es ist Fehlalarm. Ja, immer gewollt, dass ich dich treffe. Du hast immer gedacht, dass du mich triffst? Nein, Träume. Träume? Ja. Ach, wer bin ich? Ich bin auch nur ein Mensch, Bruder. Ich sehe, du bist gerade auf Zucker ohne Ende, wa? Ja, alle auf Zucker, Bro. Ja, alles gekommen, lass mal schnell ein Foto machen, Bruder. Boah, das ist die Kamera oder ist das 14 oder? Nein, das ist 12 Minuten. Aber stark von der Qualität her. Ja, vertreten. Oder du machst deine Kamera immer sehr gut sauber. Das Quali ist sehr stark, Bro. Mach ruhig nochmal 1, 2 und dann hau ich wieder ab. Ja, kein Problem. Kannst du schon noch hin? Ja, kein Problem, kein Problem. Ja, gerade Fotosession mit einem Fehlalarm. Ja, Bro. Passt auf euch auf, macht eure Schule ganz wichtig. Ja. Das ist meine Nachricht an euch. Schule ist wichtiger als Internet. Ja, weil Internet, heute bist du da, morgen bist du dort. Heute kennt ihr mich, morgen putze ich die Scheiben irgendwo oder Boden. Ist wirklich so, ihr lacht. Weißt du? Das kann immer voll schnell enden. So. Weißt du? Was hat ihr gesehen, die in der U-Bahn getroffen? Deswegen Schule, Abschluss machen, weißt du? Was macht ihr zur Zeit? Macht die Schule? Ja. Und was wollt ihr danach machen, Ausbildung? Du willst Businessmann werden? Ja. Okay, was willst du werden? Erhaft. Ja, alles gut. Ja. Ja, wie gesagt, macht's gut, pass auf euch auf, ne? Ja. Macht keinen Scheiß. Tschüss. Die Kids waren auf jeden Fall sehr interessant von ihrer Art und Weise. Wir gehen einfach noch ein bisschen spazieren. Und ja, der Kollege wartet gerade. Ich bin schon fertig. Ich bin schon fertig. Wir gucken mal. Bestimmt schon vorgegangen. Ja gut, hier ist nichts. Wir hauen wieder ab. Wir hauen wieder ab. Ich sag nochmal ganz kurz den Feuerwehrleuten Tschüss. Ja? Und ja, Fehlalarm, wir hauen ab. Dann war es auch schon. Berlin. Ruf ist ein Damm. Was ist das hier, Digga? Rot? Die kann ich ja stehen, wa? Wenn wir hier sind, ist ja eigentlich egal. Schwierig.
Marmorhaus, das war das Marmorhaus. Direkt hier am Kurfürstendamm. Es ist grün. Sorry. Der Kollege, der schläft fast ein, der ist gelangweilt. Alles klar. Die haben auch einen harten Job, ne? Die machen ihre Sachen hier. Hey, grüß dich. Der Kollege ist abgehauen. Wir fahren jetzt gleich hinterher. Ja, das war's. Kleiner Fehlalarm, drittes Video für heute. Warum nicht? Wollt euch noch ein bisschen drei teilhaben lassen. Ihr seht, wenn das jetzt wirklich ernste Sache wäre, wäre ich mittendrin. Und ich mache meine Kamera sofort an, wenn ich sehe, es ist was Interessantes dabei oder irgendwie was Ernstes oder das, was wirklich sehenswert ist. Wenn hier was passiert, zeige ich euch das. Ja, das verheimliche ich nicht. Versuche ich auch nichts aufzuschmücken oder Scheiße zu erzählen. So wie es war, da war es. Habe ich euch gezeigt. Ja? Haut rein, Freunde. Six all in the mix. Der Kudamm heute auf angenehme 23, 22 Grad am Abend. Vorhin waren es 25 Grad. Und ja, heftige Werbung hier. Boulevard Kudamm. No. Ey, wir sind raus. Gedächtniskirche hinter mir. Six all in the mix. Abonnieren, aktivieren, kommentieren. Bei PayPal Link ist unten in der Infobox. Das letzte und dritte Video für heute. Peace. Wir sehen uns morgen zu neuen Themen.